Da kommst du an. So entstanden damals unzählige Fernbahnhöfe als Kopfbahnhöfe. Deutschland ist jedoch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Urlaubs- und Transitland geworden. Umgeben von 9 Nachbarländern kann zum Beispiel von den Niederlanden nach Polen oder von Schweden nach Österreich oder eben von Paris nach Moskau gereist werden. Durch Deutschland hindurch und nun eben auch durch Berlin. Reisende soll man nicht aufhalten. Einmal im Jahr hält hier auf der Orient Express. Damit Sie Ihren Zug nicht verpassen, wird empfohlen, it's similar to what we went on in Poland. Der Bahnhof ist nicht nur riesig, sondern auch unterteilt in Hoch und Tief.